Goodie, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 3. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen, denn wir sind jetzt in der nächsten Mission schon wieder unterwegs. Ich habe jetzt die vorherige Mission nicht mehr gemacht, um die Achievements zu holen. Das mache ich später. Jetzt erstmal kümmern wir uns natürlich darum, die Kampagne hauptsächlich durchzukriegen. Das wird wichtig sein und diesmal gucken wir uns auch im Vorfeld die Achievements an, hoffe ich. Auf geht's. Spiel mir das Lied vom Katapult. Die Termiteninsel lag in Trümmern. Doch das marodierende Böse war noch nicht am Ende seiner Tour der Zerstörung durch die Länder. Der nächste Auftritt war im lauschigen Friedenshausen geplant. Die Armee des alles vernichtenden Bösen ging ganz in der Nähe an Land. Ja, und unsere Aufgaben sind, dass wir in weniger als 30 Minuten alle Katapulte dann erobert haben. Plus tötet 50 Helden in der Mission Spiel mir das Lied vom Katapult durch Katapultbeschuss. Und zu guter Letzt absolviert die Mission an sich. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Aber das mit den 30 Minuten, das macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich weiß nicht, ob ich so schnell dahin komme, die ganzen Katapulte zu erobern. Wir gucken mal. Bis gleich. Denn jetzt werden wir erstmal wieder Dialoge hören und herausfinden, wo die ganzen Katapulte überhaupt stehen und wo wir dann hin müssen. Das wird auch sehr interessant. Die Armee des allem Leben skeptisch gegenüberstehenden Bösen hatte die Termiteninsel hinter sich gelassen und war ganz in der Nähe des lauschigen Städtchens Friedenshausen an Land gegangen. Das liegt gleich gegenüber von Entenhausen. Friedenshausen war ein ruhiger Ort, hauptsächlich bekannt dafür, der weltweit größte Waffenexporteur zu sein. Dies war kein Widerspruch, denn so friedlich und ruhig Friedenshausen auch war, irgendwo auf der Welt gab es immer jemanden, der Waffen brauchte, und die ruhigen und friedlichen Friedenshausener waren mehr als bereit, andere mit Mordinstrumenten zu versorgen. Übrigens auch die Armeen des zahlungskräftigen Bösen, solange der Preis stimmte. Allerdings würde ihnen das alsbald zum Verhängnis werden, denn das alles plattmachende Böse hatte nicht vor, zuzulassen, dass seine Feinde weiterhin mit Waffen versorgt werden würden. Somit war der Untergang von Friedenshausen besiegelt. Da in diesem Friedenshausen steht aber eine riesige Armee, die sieht so überhaupt nicht friedlich aus. Die wird eher Probleme machen. Nun, dafür gab es um Friedenshausen herum mehrere Waffenmanufakturen, in denen sich große Belagerungswaffen befanden. Diese würden sicherlich nützlich sein, diese riesige Armee etwas zu verkleinern. Ausgezeichnete Idee. Also los, nehmt diese Waffenschmieden ein und dann werden wir den Friedenshausenern mal ihre eigenen Produkte vor die Füße knallen. Oder noch besser, auf den Kopf. Genau. So, auf geht's. Wir brauchen mehr Hühnchen, denn das, was wir hier an Hühnchen haben, ist ja wohl lächerlich. Wir brauchen mehr Dämonen. Nehmen nicht nur Gold mit, sondern auch noch Leute vom Friedhof. Es scheint so, als wenn wir diesmal gar nichts mit der Horde zu tun haben. Sehr interessant. Das könnte spannend werden. Dann wollen wir die Horde auch erstmal erforschen. Zumindest Nagas und unsere Orks. Ansonsten haben wir Probleme. Und ich bräuchte dann natürlich auch eine Behausung für die Leute. Und wir müssen uns Bösartigkeit so schnell wie möglich sichern. Also insofern immer ran an den Speck. Immer ran an die Moneten. So, Dankeschön. Dann brauchen wir jetzt noch einen Raum für die Horde. Ja, das dürfte reichen, zumindest fürs Erste. Wir haben zwei Heldeneingänge, das heißt, die können durch beide Eingänge durch. Wir müssen wahrscheinlich in die Mitte. Nee, in der Mitte können wir noch erobern. Und das ist der Platz, den wir erobern müssen. Der ist ganz oben. Okay. Das heißt, wir sind relativ nah dran, wenn wir oben durch den Eingang durchgehen. Das will ich natürlich noch nicht. Das kommt später dann. So, hier holen wir uns noch mehr Gold. Hier ist auch noch mehr Gold. Wer hat denn das da hingestellt? Das ist ja Wahnsinn. Muss ich eigentlich noch abernten, ne? Aber nicht jetzt. So, die Horde kommt damit hin. Wir selber könnten das Gold einsammeln, das hier immer mal rumliegt. Aber erstmal kommen auch noch weitere Plätze für Untote. Ach, was haben wir denn hier schon wieder?
Das ist ein Gang, den ich gar nicht haben will. Mach das Ding zu. Jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen anders taktieren. Gut. Das wird auch soweit fertig gemacht und dann holen wir uns erstmal die Leute. Wir haben jetzt im Moment niemanden zur Verteidigung. Sehr interessant. Und die Situation gefällt mir auch nicht. Bringt schnell Gold ran, meine Lieben. Bringt schnell Gold ran. Denn sonst wird das definitiv nichts mit 30 Minuten. Weiß ich noch nicht, wie ich das knacken soll. Will ich eigentlich gar nicht haben. Ich kann es nicht wieder abreißen, verdammt. So. Das steht soweit. Du kommst mit dazu. Dann haben wir zwei Nagas und gleich zwei Orks. Denn die kosten nur 300, nicht 500. Jetzt hackt das Gold ab. Wir brauchen so schnell wie möglich Gold. Dankeschön. Mit zwei Orks und zwei Nagas sowie unserer guten Talia im Gepäck dürfte das funktionieren. Denn die kriegt schon mal zwei Level-Ups und dann gehen wir nach oben. Komm mit. Ihr beide, ihr vier kommt auch mit. Hör auf zu brüllen. Geht los jetzt hier. Soll ich massakrieren? Wir holen uns erstmal die erste Bösartigkeitsinsel. Die Friedenshausener waren beunruhigt. Als Waffenverkäufer waren sie es zwar gewohnt, mit den widerwärtigsten Kreaturen zu verhandeln, aber die Armee des verabscheuungswürdigen Bösen direkt vor ihrer Haustür war selbst ihnen unangenehm. Deshalb schickten sie einen Trupp los, der die Neuankömmlinge dezent des Platzes verweisen sollte. Offensichtlich rechneten sie nicht mit der heimtückischen Mördermaschine, die das hinterhältige Böse in seinem Dungeon bereits errichtet hatte. Mördermaschine, ist klar. Erstmal bin ich froh, überhaupt wieder ein bisschen was an Lebensenergie und Bösartigkeit zu haben. Das ist gut. Können wir nämlich auch gleich das Arcanium mit hinstellen. Allerdings brauchen wir dann auch wieder Werkzeuge, um Mana zu produzieren und, und. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir hier so wenig Ausstattung bekommen haben. Verdammter Dreck. Ah, egal. So, hier machen wir einmal... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was, wo kommen die denn her? Ab nach Hause. Verdammt, nur eins. Hier soll auf jeden Fall Mana mit hin. Kommt schnell mit. Thanos muss sterben. So, macht sie fertig. Okay, hier wird ein Mana produziert. Dann brauchen wir die Produktion von Werkzeugen. Und die Produktion von irgendwas anderem. Türen und sowas alles. Bin erstmal froh, dass wir die erste Bösartigkeitsinsel haben, um zumindest Bösartigkeit dann auch mit zu integrieren. Wir könnten auch die Forschung hier doch durchführen, aber das, glaube ich, ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Wichtiger ist mir eher, dass wir noch mehr Leute kriegen, mit denen wir dann hier alles einreißen können. Ich würde ja am liebsten schon Dämonen und so holen, aber ohne Mana wird das nichts. Deswegen holen wir davon noch zwei Stück. Holen später noch einen Goblin mit dazu, der sich dann darum kümmert, hier das ein oder andere schon mal zu produzieren. Schön, so ist fein, so soll es sein. Und die Maschine kommt mit rein. Perfekt, dann kriegen wir schon mal Werkzeuge. Der Rest muss erst noch erforscht werden. Gehen wir erstmal darauf und im Anschluss darauf. Dann können wir das Teil schon mal mit einbetten. Die Mana-Halle werde ich hier schon mal bauen. Da müssen unsere Schnatterlinge sowieso erstmal dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen was an Möglichkeiten bekommen.
Gut. Ich ziehe mit meinen Leuten wieder an die Oberfläche. Zombies habe ich auch schon. Das ist sehr schön. Wollen wir die mal gleich mitnehmen? So, da stehen noch Leute rum. Die müssen weg. Zeit, den Müll rauszubringen. Eigentlich müssen sie noch weiter nach Osten. Wir gehen erstmal zur nächsten Bösartigkeitsinsel. Und werden schon mal den... Oh. Okay, unser Zombie sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber das ist nicht schlimm. Zombie, kannst du nicht fressen? Nee, kannst du nicht. Ich will den Zauber haben, dass wir uns gleich nach Hause teleportieren können, falls es denn notwendig wird. Baut einen Defibrimaten. Ja. Das ist halt witzig. Der würde Leute wiederbeleben. Hier darf ich den garantiert nicht bauen. Wenn, dann hat das irgendwas mit den Untoten zu tun. In der Krypta. Aber dafür brauche ich 100 Bösartigkeitspunkte. Heißt, ich muss mich auch noch weiter nach vorne kämpfen. Auf geht's. Erstmal auf die Novizin. Ein paar Zombies sind down, das ist aber nicht schlimm. Danke, jetzt den Rest. Gut, Defibrimaten erforschen. Also zumindest die Krypta erstmal. Defibrimat kommt ja später. Dem habe ich's gegeben. Okay, halt euch hier erstmal hoch. Was ist das für ein Buch? Lebensverbesserung. Das könntest du gebrauchen, mein Lieber. Guti, dann haben wir gleich die nächste Bösartigkeitsinsel. Ihr seid teilweise schon Level 2. Das ist hervorragend, aber noch nicht gut genug. Heilrate muss noch... Oh, ich muss nach Hause. Verbessert werden. So, wir kommen später wieder. Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Ich weiß, deswegen bin ich hier wieder zurück. Werf mich auf den Feind! Ich werf dich auf den Feind, keine Sorge. Geht sofort los. Ui! Ui! Ah, manchmal machen sie schon echt komische Geräusche. So, das läuft. Hier kommt das Gerät bald hin, wenn wir genügend Werkzeuge haben. Das dauert ja noch ein bisschen. Zahltag. Ja, auch Zahltag ist manchmal noch. Und das Schöne ist, dass der ein oder andere zumindest schon mal sein Level-Up hatte. Das ist gut. Das heißt, wir können unsere Leute demnächst noch weiter verstärken, wenn wir noch mehr Bösartigkeit haben. Also kommt wieder alle mit. Ihr könnt dann draußen bezahlt werden, das ist okay. Ach, einer stand noch draußen rum. Der hat sich versteckt. Und wir brauchen jetzt erstmal noch eine stärkere Talia, aber die ist das teuer. Das Gute wird fallen. Erstmal auf die Novizin. Au. Zombies sind egal. Mach die Novizin fertig. Dann die Novizin. Gut, Zombies sterben, das ist nicht ganz so wild. Wichtiger ist, dass die restlichen hier versterben. Und dann sind wir gleich bei der nächsten Bösartigkeitsinsel. Dann haben wir 2 und das wird hoffentlich helfen, das ein oder andere an Aufstufungen schnellstmöglich vorzunehmen. Hey! Ja, ja, beschwer dich nicht. Meine Güte, Talia, alles gut. Ha, dem habe ich's gezeigt. Jede Menge Level-Ups. Die sind schon Level 3. Ich brauche demnächst mal Bier. Das muss ich leider als erstes erforschen. Mich nicht drumherum. So, dann machen wir hier schon mal eine Brauerei mit hin. Und
Da kommt schon mal das Arbeitsgerät ran, sodass wir Türen schon mal hochziehen können. Jetzt sind die hier unten auch noch. Macht die Novizin als erstes fertig, wie immer. Guti. Hier kann schon mal niemanden mehr heilen. Und jetzt der Rest. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Oh, und dann auch noch mit andauernd kommenden Spinnen. Nein, ich muss zurück. Damit habe ich ja jetzt nur gar nicht gerechnet. Hätte ich da mal nicht zu viel gegraben. Jetzt muss ich wieder zuschütten. Na, machen wir gleich. So, wir sind wieder da, aber nur für kurze Zeit. Befehligt mich! Naja, kommt mal alle mit. Wir müssen mal hier hoch. Die Armee von Friedenshausen war geradezu ungehörig groß. Deshalb beschloss der zuständige Anführer, eine kleine Strafexpedition in den Dungeon des überforderten Bösen zu schicken. Natürlich würde diese dort chancenlos untergehen. Außerdem sandten diese Feiglinge von Friedenshausen auch eine gut gerüstete Patrouille aus, die von nun an die Oberwelt unsicher machen würde. Also unsicher natürlich nur für böse Kreaturen. Ich glaube, irgendjemand ist gestorben. Und tschüss. Ne, wir haben noch 3 und 3. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Befehligt mich. Ist das alles nervig hier? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ja. So, rauf da, dann sind die schon mal alle weg. Und dann muss ich die hier kaputt machen? Thronwächter. Du ahnst es nicht. Dann mache ich unsere Leute mal ein bisschen stärker. Werft mich auf den Feind! Hier ist aber auch was los, meine Fresse. Ja? Wow. Die Armee des arglistigen Bösen stieß auf eine starke Patrouille aus Friedenshausen. Okay, das hat sich dann erledigt. Die Patrouille nicht angreifen, habe ich gerade gelernt. Zahltag. Ihr könnt oben bezahlt werden, alles gut. Was gibt es? Verdammt! Hier sind noch Zombies unterwegs, die brauche ich nicht. Und ich habe noch keinen Defibrimaten und keinen... Was ist denn...
Ich habe auch keine Mana. Nüscht. Wow, läuft richtig gut. Naja, lauf. Ab nach Hause. Verdammt, ist das dreckig gelaufen. Okay, ich baue erstmal die Krypta. Wo baue ich die? Kann hier hinten stehen, zumindest fürs Erste. Ich brauche wieder neue Leute. Zardok ist tot. Gunak ist tot. Zardhus ist tot. So kriege ich nie Bösartigkeit ran. 30 Minuten, ich bitte euch. Wenn ja, ich könnte der Patrouille mal ausweichen, aber das muss man von Anfang an. Das nekromantische Böse hatte eine Krypta errichtet. Dort konnten sich Untote daran machen, Kreaturen der Horde, die den Löffel abgegeben hatten, wiederzubeleben. Sehr wahrscheinlich würde dies dazu führen, dass das seine Truppen verheizende Böse nun noch weniger auf diese Acht geben würde. Tja. Das ist wohl wahr. Wir haben sogar noch ein bisschen was übrig für Türen. Das beschauliche Böse werkelte gemütlich einfach so vor sich hin. Offenbar hatte es vergessen, dass in Friedenshausen eine gewaltige Armee stand, die jederzeit den Dungeon in ein Häufchen Asche verwandeln konnte. Um dies zu verhindern, war es sinnvoll, die Waffenmanufakturen einzunehmen und die sich dort befindlichen Belagerungswaffen zu benutzen. Okay, ein paar Tote hängen hier rum. Und die Untoten müssen jetzt hier ran. Wer macht denn das? Die Zombies? Oder brauche ich dafür besondere Untote? Nee, ne? Ich würde dann einfach eine Banshee dazu holen. Dürfte ich Sie höflichst um ein Abonnement für diesen Kanal bitten? Vorzüglich. Sie hinterließen sogar prompt ein Like. Ich verneige mich vor Ihnen.